Kaum ist es mal etwas ruhiger um Prinz Harry und Herzogin Meghan, da kursieren bereits die ersten Gerüchte über ihre Ehe. Haben die beiden eine Krise? Diese Spekulationen wurden laut Freunden der beiden bereits dementiert. Körpersprache-Expertin Judy James beobachtete einen kürzlichen Auftritt von Meghan und Harry und analysierte diesen gegenüber der britischen Mirror. Vor ein paar Wochen wurden die beiden Royals beim Verlassen eines Büros in Santa Barbara gesehen, nur wenige Tage, nachdem offiziell bestätigt wurde, dass die beiden ihr britisches Zuhause Frogmore Cottage endgültig aufgeben. Harry und Meghan sind ein wandelndes Zeugnis des Eheglücks. Ihre Blicke der gegenseitigen Anbetung und ihre Unfähigkeit, sich nicht länger als ein paar Augenblicke zu berühren, zu umarmen, zu streicheln oder sich die Hände zu reichen, haben immer bewiesen, dass ihre Liebe, so kontrovers ihre Kommentare auch sein mögen, eine andauernde Erfolgsgeschichte ist, ist sich Judy James sicher. Weiter gibt die Körpersprache-Expertin über Meghans Liebe zu verstehen. Ihr breites Lächeln, wenn sie mit Harry zusammen ist, sieht wie ein Statement aus, eine soziale Geste, um die Fans wissen zu lassen, dass ihr Leben immer noch glücklich und perfekt ist, obwohl sein Ausdruck etwas gedämpfter ist. Auch Royal-Expertin Katie Nicholl ist sich sicher, dass an Spekulationen rund um eine Trennung der beiden nichts dran ist. Ich denke, es war sehr bemerkenswert, dass im Vorfeld der Veröffentlichung seiner, Harrys, Autobiografie er die ganze Publicity hatte und Meghan durch ihre Abwesenheit auffiel, gibt sie gegenüber dem Mirror ihre mögliche Erklärung für die Gerüchte ab. Das war wirklich das erste Mal, dass wir eine Kluft zwischen ihnen gesehen haben, denn bis dahin waren sie eine Partnerschaft, und in diesem entscheidenden Moment, in dem Harry die kühnste und vielleicht mutigste Sache seines Lebens tut, ist sie nicht für ihn da. Und das hat zu weiteren Gerüchten über eine bevorstehende Trennung geführt, doch es gibt keine Beweise. Sie präsentieren eine sehr geeinte Front, so Katie Nicholl.